Ja, und damit herzlich willkommen. Nicht nur der Tag nach Sturmtief. Friederike spielt bei uns heute in der Sendung eine Rolle. Wir berichten bei MDR um 2 auch über diese Themen. In Thüringen hat Orkantief Friederike heftig gewütet, viele Schäden hinterlassen und leider auch ein Menschenleben gefordert. Ein 28-jähriger Feuerwehrmann aus Bad Salzungen starb unter tragischen Umständen bei dem Versuch, andere Menschen zu retten. Bei einem Orkan, der ganze Dächer abreißen kann, da standen gestern in vielen Kitas und Schulen die Verantwortlichen vor der schwierigen Frage: Schicken wir die Kinder früher nach Hause oder ist es sicherer, wenn wir sie länger hier behalten? Zieht der Sturm an uns vorbei oder müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen? Auch in der Gemeinschaftsschule in Greußen in Thüringen musste der Direktor diese Frage für sich beantworten. Tina Sawetzki in Greußen im Kyffhäuserkreis, was ist denn da passiert? Auch an anderen Orten in Sachsen hat das Sturmtief Friederike für Schlagzeilen gesorgt. Die Feuerwehr hatte den ganzen Tag bis in die Nacht hinein Einsätze abzuarbeiten. Ein Notruf folgte dem nächsten. Umgestürzte Bäume auf Autos, Häuser und Straßen prägten vielerorts das Bild. Und mit den höchsten Windgeschwindigkeiten erreichte der Sturm auf dem Fichtelberg. Das wird nichts mehr mit dem Schnee dieses Jahr. Vielen Dank, Jörg Heidermann. Dankeschön. Dirkenshausen bei Hoyerswerda hat seit Jahren ein mehr als treues Storchenpaar. Und darüber sind auch alle froh. Nur mit dem Nachwuchs will es seit 2 Jahren nicht mehr klappen. Regelmäßig ertranken die Babystörche nach starken Regenfällen. Und damit das nicht mehr passiert, haben sich die Anwohner jetzt etwas überlegt. Pura Vida Española. Na, wonach klingt das? Ja, nach Leidenschaft, Eleganz und Extraklasse. Und das klingt nicht nur so, sondern dahinter verbirgt sich ein ganz besonderes Tier, ein Charaktertier. Nämlich die spanische reine Rasse, eine exotische Pferderasse aus Andalusien. Und zu sehen gibt es die stolzen Tiere auf dem wichtigsten Hallenpferdesport-Event Deutschlands. Auf der Messe Partnerpferd in Leipzig. Es ist kein Geheimnis, die Gesellschaft wird älter. Und wer vor 50 Jahren noch als alt galt, ist heute ein fitter Rentner. Über 4 Millionen Mitglieder in deutschen Sportvereinen sind inzwischen über 60 Jahre alt. Und vor 25 Jahren war das die Hälfte. Einen echten Top-Athleten im besten Alter durften wir in Zwickau besuchen. Und unsere nächste Geschichte klingt nach einer echten Behördenposse. Es geht um einen Gehweg und die dazugehörige Straßenreinigung. Und der Bürger, Klaus Weisbecker, bezahlt brav dafür von der Stadt eingeforderten Gebühren. Doch dann stellt er fest, die Anwohner in derselben Straße werden unterschiedlich zur Kasse gebeten. Innerhalb von nur 2 Jahren haben sie es ganz nach vorn an die Spitze der Charts gebracht. Die 3 Jungs von Club 3. Und das Trio schweißt neben der Bühne echte Freundschaft zusammen. Eine Freundschaft, die unter die Haut geht. So haben sie sich für ihren Song ein Tattoo für die Ewigkeit stechen lassen. Frisch auf dem Markt ist ihr neues Album Wir werden immer mehr. Und das muss natürlich gefeiert werden. Tja, und heute Abend, da können Sie dabei sein, wenn Club 3 das Riverboat-Studio zum Kochen bringt. Das Riverboat legt ab 22 Uhr hier in Ihrem MDR-Fernsehen. So, und jetzt informieren wir Sie kompakt über die wichtigsten Themen unserer Sendung hier in der Übersicht. Und ganz süße Bilder haben wir jetzt noch mal für Sie. Ein Pinguin hat... So, und um 4 sind alle Zuschauer wieder an Bord. Anja, bei MDR um 4, bei euch wird heute gekocht. Ja, ganz einfach. Ist die Frage, also könnten wir sozusagen die Jugend sogar hinterm Ofen vorlocken, wenn es darum geht, dass wir heute mal Schnitten neu erfinden? Ihr beide im Team sowieso. Viel Spaß euch. Ha? Oh, guck mal. Tschüss. Ciao. So, wir sagen jetzt auch Tschüss und zwar mit der Frage, wie viele Tassen Kaffee, liebe Zuschauer, haben Sie denn heute schon getrunken? 2, 3 oder gar 4? Aber...